Hi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Last of Us 2. Sodala. Ich will diese Kombination wissen. Also das Lotto-Los ist es nicht. Oder? Das Lotto-Los könnte es schon sein. Ich habe das jetzt nur die Telefonnummer genommen. Da ist es ja. Wahrscheinlich, oder? Terra Lotto. Tja, direkt, ist schon witzig, ne? Direkt reingelatscht. Das ist es wahrscheinlich. Das wäre ein großer Zufall. Ja, okay. Machen wir das. Warte mal, da muss ich es notieren. Das ist echt witzig. Ich dachte, wir müssen jetzt länger danach suchen. Aber dann stolper ich genau rein. Ich wollte gerade noch erklären, dass wir nach der Kombination für einen Safe suchen und so weiter. Aber hat sich wohl erledigt. 07. So, Momentchen. Ha, cool. Verschlossen. Aber da waren wir schon drin. Wie ist man da gleich nochmal reingekommen? Ah, ja. So, jetzt passt auf. Das ist es, oder? Ich glaube schon. 17. Weil das war so ein kleiner Zettel, wenn der nicht wichtig gewesen wäre, hätte der keine so hohe Auflösung gehabt. Garantiert. 38 und 7. Na, komm. 7. Zack. Na, also. Das hat echt geklappt. Hat echt geklappt. Mal los. Holy Potato. Das gefällt mir. Eine neue Waffe. Okay, nice. Jagdpistole. Mhm. Die schauen wir uns mal an. Ist das eine neue Pistole wahrscheinlich wirklich, oder? Ah, die ist auch schon ausgerüstet. Eine Pistole. Mit nur einem Schuss drin. Kann man die auch nicht nachladen? Wie geht nachladen gleich nochmal? Ich glaube schon so. Nee, dann kann man die wirklich nicht nachladen. Oh, den nehmen wir mit. Viel besser als unser Stock mit Nägeln drin. Okay, cool. Haben wir den Safe gefunden. Geöffnet. Schauen wir mal noch ganz kurz. Genau. Dann gehen wir mal weiter. Was machen wir eigentlich gerade? Wir suchen eigentlich nur einen Weg zurück, oder? Im Grunde. Ohne, dass wir von... Leute, hier runter. Pfeifen, Heinis. Verpfiffen werden. Okay, wir folgen den Schienen. Die führen uns zum Hauptweg der Basis. Hm. Gefällt mir nicht. Ich weiß. Haltet die Augen offen. Können wir über die Mauer? Ich wüsste nicht wo. Da sind mehr von denen. Da sind mehr von denen, okay. Bis jetzt sehe ich noch keine, aber wir testen gleich mal unsere Jagdpistole. Die ist wahrscheinlich so eine super starke Einschuss-Alles-Tot-Waffe, oder? Ich habe es ja, wie gesagt, privat schon mal durchgespielt. Da war ich aber eigentlich nur in der Story interessiert. Ich wollte es nur einmal durchgespielt haben, bevor ich anfange, Special-Videos zu machen. Und habe mich nicht super genau umgesehen. Und hatte deswegen auch so Sachen wie diese Jagdpistole nicht, weil ich auch so Safes nicht geöffnet habe. Können wir da durchkriechen? Nee, ich glaube leider nicht. Schade. alles klar da drüben? War das Miguel gerade? Moment, wie heißt der? Heißt der Miguel? Oder verwechsel ich den mit dem anderen Charakter? Ich kann mir die Namen wirklich nicht merken. Von niemanden. Abby und Ellie kriege ich noch zusammen. Tommy
Ist der Bruder von Joel? Den weiß ich auch. Jesse, Dina. Ah ja, guck, schon langsam kann ich mich an die erinnern ein bisschen. Ah, aber sonst... Oh nein, da ist ein Hund mit dabei. Moment mal, das ist unser Hund. Scars haben keine Hunde. Durchkämmt das Depot. Jemand ist uns entwischt. Oh oh. Wie? Back, Joshua! Ja, die sind. Die Waffe ist krass. Okay, die Hunting-Pistole ist wirklich so eine super krasse One-Schuss-Waffe. One-Hit-Killer. Dann nehme ich jetzt lieber mal für den Kampf hier das Gewehr mit Feuerstoß aktiviert, oder? Ja, will ich mal sehen. Verschwendet bestimmt unnötig viel Munition, aber hilft ja nichts. Für was hat man es denn? Guck, habe schon wieder 3 Schuss dafür gefunden. Kann man gleich raushauen. Oh, da ist einer. Wow. Oh, da lebt er noch. Ich glaube jetzt nicht mehr. Feuerstoß ist ehrlich gesagt relativ nutzlos. Vielleicht eher gegen stärkere Zombies oder so. Aber hier lieber ein paar gezielte Schüsse als so ein Trotterton. Die Hälfte geht eh daneben. Trotterton. Ups. Na gut, ich kann auch ohne Feuerstoß die Hälfte daneben gehen lassen. Das ist gar kein Problem für mich. Keine Munition, los! Au. Wirklich? Nee, stimmt gar nicht. Okay, aber ich hab sie. Ah, cool. Oh, danke. Die haben Munition für mein Gewehr. Verdammte Scheiße. War's das? Anscheinend. Ich sehe keine mehr. Mir nach. Auf geht's. Okay, cool. Die Kämpfe machen schon einfach echt Spaß. Und ich finde wirklich, dadurch, dass wir jetzt hier gegen diese verrückten Sektenhainis mit ihren komischen Ritualen und ihren Menschenopferungen und sowas kämpfen, ist es einfach wirklich wie ein Videospiel. Im Grunde lernt man auch... Ich meine, The Last of Us 2 will das nicht. Aber man kann in der Narrative von The Last of Us 2 auch lernen, warum Gegner immer so langweiligen Stereotypen entsprechen, Videospielgegner, weil man will als Spieler einfach nicht gegen dreidimensionale, echte Gegner kämpfen, weil das bedeutet auch, dass die Motivation haben, die man verstehen kann, die man nachvollziehen kann, dass die Wünsche haben, dass die Familien haben, dass die Beziehungen haben und dann will man die nicht mehr abschießen, links und rechts. Wir sind fast da. Das ist auch der Grund, warum Horrorspiele nicht irgendwie gewisse Grenzen überschreiten, weil dann würde man einfach einen Großteil der Spielerschaft dadurch verlieren, weil wenn man es einfach nicht mehr spielen kann, weil man sich so in die Hosen macht, dann ist das irgendwie nicht mehr förderlich. Macht keinen Spaß mehr. Puta madre, sie sind nah. Und meistens sollen Spiele ja Spaß machen. Auch The Last of Us macht Spaß, will aber gleichzeitig, dass man sich schlecht fühlt. Das ist, ich meine, das ist ein super interessantes Experiment und die Geschichte wird zeigen, wie sich das entwickelt und ob das hier einen Trend vielleicht sogar gesetzt hat oder wie sich das weiterentwickeln wird. Aber ob
Das ist wirklich eine komplizierte Frage. Lässt sich das vereinen, ein Spiel zu machen, das Spaß macht, das aber quasi auf einer moralischen Ebene einen ansprechen soll, indem man sich fürs Spielen schlecht fühlt? Das ist irgendwie ein schwieriger Kompromiss. Und ob das wirklich richtig gut gelingen kann? Hier durch. Gefühlt, damit es ein stimmiges Erlebnis wird, müsste es eher so eine Entweder-Oder-Geschichte sein. Entweder das Spiel ist furchtbar oder es macht Spaß. Aber andererseits haben ja auch andere Spiele das geschafft. Das stimmt schon. Gerade finde ich interessanterweise, im osteuropäischen Raum gibt es viele Spiele, die genau das schaffen. Nichts verkommen lasse. Mir geht die Munition aus. Oh, ich habe keine Munition mehr. mit dem Kopf, mit der Glatze noch die Scheibe eingehauen. Alles okay. Die Kavallerie ist da. Woher wussten die, dass wir hier sind? Reiner Zufall. Oder sie sind den anderen gefolgt. Wartet noch ganz kurz. Gleich bin ich bereit. Will noch ein bisschen plündern. Ah ja, zufällig die Schüsse gehört. Ja, warum nicht? Okay, das nehme ich als Erklärung. Das passt schon. Wenigstens sprechen sie es an. Ich habe mich gerade gefragt, komisch, dass die jetzt ausgerechnet hier sind. Und in dem Moment sprechen die genau das an. Finde ich gut. Da hat wer nämlich dann mitgedacht. Oder das war auch die Frage, die viele Playtester sich gestellt haben. Das kann auch sein. Finde schön, dass die alle so viel Geduld haben, ne? Abby, können wir dann? Ja, Moment noch. Ich will noch gucken, ob hier hinter diesem komischen Airwater-Ding noch was liegt. Oh, irgendjemand hat eine Wunde. Sorry, dass wir dich so lange warten lassen. Scheiße, alles okay? Ich will es wohl überleben. Hey, zeig mal die Hand. Alle da! Zeig mir die Hand. Ich fahr ein Auto an die Wand. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß, wir sind fast da. Zieht euch! Na, was? Dein Rücken? Drück so fest du kannst, okay? Ach du Scheiße. Ich hab nichts gespürt. Hey, wir haben zwei. Er hat eine Schusswunde an der Hand. Schlecht. Fast schon ein Kompliment. Lass dir helfen. Bleib, Alice. Komm mit, hier lang. Manny heißt er. Manny. Sitz. Das war ziemlich viel Blut, oder? Manu. Muss ich schon. Das wird wieder. Das wird wieder. Irgendwas mit M. Ich wusste es doch.
Hey, wen haben wir denn da? Hey, auf geht's. Das ist Alice. Komm, Alice. Braves Mädchen. Danke. Diese neuen Rekruten. Ich traue ihnen nicht. Danke nochmal, Leute. Hey, Manny, wart mal. Du hast doch Kontakte. Weißt du, was los ist? Was meinst du? Wir sind hier seit 3 Tagen stationiert und es passiert einfach nichts. Dann solltet ihr uns wohl für die Abwechslung danken. Komm schon, du schuldest uns was. Hör dich mal um. Okay, wir melden uns an. Wir reden später. Okay, danke, Mann. Cool, wie die reden können, ohne die Lippen zu bewegen manchmal. Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Kontrollpunkt. Wir sind hier. Hey, ihr zwei. Was gibt's für uns? Kein Auftrag. Meldet euch bei Isaac. Wir beide? Ja. So voll war es hier noch nie. Irgendwas ist los. Suchen wir Isaac. Wir sollten zuerst nach Mel sehen. Okay, können wir beides machen. Du? Hallo, Abby. Hallo. Hey, Amiga. Sollten wir uns hier vielleicht doch ein bisschen genauer umschauen. Ah, da hinten liegt noch mehr Schrott. Hey, Mann. Abby, jetzt musste wohl mal dein Arsch gerettet werden. Ja, ich meine, einmal. Granaten haben wir leider. Okay, wir können leider nur die Pistole upgraden. Ich glaube, ich hätte schon gern für unser Gewehr ein Zielfernrohr. Ach so, die Jagdpistole könnte ich theoretisch auch quasi mit einem Zielfernrohr zu einem Scharfschützengewehr machen. Das ist eine ziemlich gute Idee. Ich glaube, das mache ich. Die Jagdpistole wird unser Jagdgewehr. Dafür bräuchten wir noch einen Schrott leider. Ah, dammit. Vielleicht finden wir den irgendwo. Hallo? Hey, hast du mal eine Schraube? Abby, komm mal kurz. Ja, aber hey, hast du mal Schrott ein bisschen? Irgendwas? Metallmüll? Ja? Ne? Wegen dem Hinterhalt. Wo war das? Ungefähr hier. Bei den Lagerhallen. Shit. Die schleichen sich immer wieder durch. Weißt du, wo Isaac ist? Gerade eben war er noch hier. Okay, danke. Wir schauen mal. Okay, die gute Nachricht, nichts ist ausgeschlossen. Sieht schlimm aus, was da passiert. Es gab mir in den Fuß gestochen. Sie dachte, er wäre tot. Tut das weh? Nein. Was ist damit? Habt ihr die Wunde gesäubert? Hey Mann, so gut geht's dir besser? Die Schmerzmittel wirken, also ja. Halt euch. Was macht die Hand? Wird wohl die meisten meiner Finger behalten. Hey, Bruder. Man braucht ja nur 3. Oder nicht? Alter. Okay. Du musst den Verband zweimal am Tag wechseln. Das kann doch nicht wahr sein. Braucht man wirklich nur 3 Finger? Ich weiß es nicht. Ich denke mir immer, so einen kleinen Finger braucht man wahrscheinlich wirklich nicht und kann immer noch sehr gut greifen. Aber andererseits darf man das vielleicht nicht unterschätzen. Vielleicht ist der kleine zum Beispiel wichtiger als der Ringfinger, dass man was Rundliches noch gut, so ein Apfel oder sowas noch gut, ne, von der Entfernung her einfach, weil der kleine Finger doch genau gegenüber vom Daumen ist. Vielleicht ist der kleine wichtiger, als man denkt, zum Stabilisieren. Dann vielleicht doch eher den Ringfinger, wenn man sich's aussuchen kann. Schwer zu sagen. Oder vielleicht ist es einfach wurscht. Ich weiß es nicht. Hallo? Ich weiß, es ging alles so schnell. Hätte aber schlimmer sein können. Wenn man vom Teufel spricht. Hey Leute. Wie geht's dir, Melone? Nur noch ein paar Stiche. Und ich bin so gut wie neu. Okay, Leute. Ihr müsst dafür sorgen, dass sie sich ausruht. Hey, Mel. Entspann dich.
klar doch. Hey, könnt ihr beide kurz mitkommen? Ich bräuchte Hilfe. Klar. Nicht weg. Ich bleib hier. Ganz entspannt. Nora, konntest du dich ausruhen? Ich werde bald zum Westside Hospital abfahren. Wir sollen da alles rausholen. So Leute, jetzt kommt wieder eine längere Passage mit ganz viel Dialogen, Cutscenes und so weiter. Deswegen machen wir jetzt hier für heute an der Stelle Schluss. Und morgen geht es dann genau hier weiter, in der wir noch ganz viel über die Wolves erfahren. Deren Hintergrundgeschichte und vor allem deren Anführer. Macht's gut. Bis morgen. Ciao.